Hallo liebe Teste Freizeitparks-Freunde und herzlich willkommen zu unserem Vlog von der Steiner Kirmes 20 und 23 hier in Lüdenscheid. Ja, ich habe mein Auto gerade geparkt, habe da einen kostenfreien Parkplatz gefunden. Von dort aus sind es, ja würde ich mal so sagen, 3-4 Minuten Fußweg zum Festplatz. Ich gehe jetzt hin, ihr seht in der Zwischenzeit das Intro und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mit den ersten Impressionen von der Steiner Kirmes. Insgesamt gibt es hier dieses Jahr 2 Achterbahnen. Beide Counts, die habe ich mir persönlich noch nicht geholt. Deswegen ja, werdet ihr auch in diesem Vlog wieder ein paar Unride-Ausschnitte von ja, den Achterbahnfahrten sehen. Aber wie gesagt, jetzt erstmal das Intro und die ersten Impressionen. Hinter mir steht jetzt einer meiner Besuchsgründe und zwar Time Machine The Coaster, eine ganz besondere Spinning Wilde Maus. Warum, das seht ihr jetzt in On-Ride-Ausschnitt. Wow.
Wow! Ich komme jetzt hier gerade hinter mir von Time Machine, diese Coaster, wie gerade schon gesagt, eine Spinning Wilde Maus mit der Besonderheit, dass die Gondeln halt während der gesamten Fahrt nicht gebremst sind. Das heißt, ihr dreht euch eigentlich die komplette Fahrt über, unter anderem sogar schon auf dem Lifthill, was natürlich den Fahrspaß echt nochmal erhöht. Also mir hat die Anlage richtig, richtig gut gefallen, macht auf jeden Fall mega viel Spaß. Jetzt geht es mit dir weiter über die Kirmes in Lüdenscheid. Ihr seht die nächsten Impressionen. Und an der nächsten Achterbahn melde ich mich dann wieder bei euch. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength, now I'm the only one. Ich bin jetzt hier hinter mir an der Silbermine angekommen. Ja, so eine Zugachterbahn aus dem Hause SBF Visa, Standard-Layout, habe ich schon auf diversen Kirmesplätzen gesehen, bin aber noch nie eingestiegen und deswegen hole ich mir jetzt hier den Count. Ich komme jetzt von der Silbermine, 3,50 Euro kostet der Fahrspaß, 3 Runden fährt man dafür. Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt den Count und werde jetzt weiter über den Kirmesplatz gehen. Ihr seht jetzt noch weitere Impressionen. Ich habe jetzt auf dem Rückweg zum Auto noch 3 Obstspieße geholt, Erdbeerspieße mit Kinderschokolade als Deko oben drauf. Die werden wir uns nachher zu Hause schmecken lassen. Ja, und das war es jetzt eigentlich auch mit dem kleinen Vlog hier von der Steiner Kirmes 2023. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Über ein Abo würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.